Hallo, herzlich willkommen bei Make-up Coach. Heute schon wieder ein hammer tolles neues Superprodukt. Eyeliner. Eyeliner ist so eine Sache, da hat man oft zwei linke Hände und es gibt ganz unterschiedliche Methoden, Eyeliner aufzutragen. Das ganz klassische war früher so ein kleiner Stein, so eine Art Spucktusche. Da rührt man mit einem Pinselchen drin rum und zog den Lidstrich. Dann gab es Eyeliner mit einem Pinselchen, das heißt schon fertig, hat man rausgeschraubt und mit diesem feinen Pinselchen Eyeliner gezogen. Aber was ist dann häufig bei älterer Haut passiert? Man hält das fest, zieht und dann macht das so wupp, wupp und dann hat man so kleine Treppen drin. Und das wieder wegzuwischen, oh, sehr, sehr mühevoll. Artico brachte dann vor, oh, das ist jetzt bestimmt auch schon fast 20 Jahre her, einen Filzstift auf den Markt, die ich heiß geliebt habe. Und auch den haben wir ja im Sortiment und den finde ich auch immer noch gut. Aber wer zum Beispiel auch damit nicht gut klarkommt, der hat jetzt neue Chancen, den Eyeliner nochmal für sich zu entdecken. Großer Unterschied zwischen dem und den ich gleich zeige, dieser Eyeliner, den wir ganz normal im Produkt haben, damit macht man einen Strich und der bleibt dann an Ort und Stelle wie ein Eyeliner eben. Jetzt habe ich mir aber Folgendes überlegt, wie wäre es, wenn man einen Eyeliner machen könnte, den man zart verwischt, der also direkt ein bisschen smoky aussieht und der dann absolut wischfest ist. Und das ist er. Tätereté. Ich nutze ihn seit Wochen. Ich habe ihn getestet. Ich habe ihn auf Härte getestet. Ich war damit in der Sauna 10 Stunden. Alles gar kein Problem. Aber wie heißt das Teil? Das ist unser Make-up-Coach Smoke Liner. Ein Gel-Eyeliner, den wir von früher aus so kleinen Döschen her kannten. Also die Maskenbildner, die haben ganz viele kleine Döschen in ihrem Koffer und da geht man dann auch mit einem Pinsel rein und man muss dafür sorgen, dass der Deckel ganz schnell wieder draufkommt, damit das Produkt nicht austrocknet. Das solltet ihr bei diesem Gel-Eyeliner, beim Smoke-Liner allerdings auch machen. Nach Benutzen immer sofort die Kappe wieder drauf, weil auch der könnte sonst austrocknen. Ich habe ihn jetzt eben schon mal hier auf meinem Handrücken aufgetragen, um euch zu zeigen, da kann ich jetzt drüber wischen, da passiert nichts. Das wäre mir aber nicht genug, weil das wäre ja dann genauso wie dieser Eyeliner. Aber was kann er? Ich trage jetzt eine zweite Linie auf. Dann könnt ihr sehen, wenn ich so mit dem Finger drüber gehe, kann ich den verblenden, verwischen. Entweder macht man das tatsächlich nach dem Auftragen auch mit dem Finger. Es gibt dazu Anwendungsfilme von mir. Oder ihr nehmt die leere Seite des Brightliners oder den Verteiler. Was jetzt für euch zum Brightliner dazukommt, ist dieses super, super schöne Make-up-Werkzeug, weil damit wird das Ganze am Wimpernrand nochmal intensiviert, sodass der Wimpernkranz damit dichter aussieht und es erscheint, als hätte man damit mehr Wimpern. Da ich jetzt schon alles fertig habe mit der Mascara, kann ich das jetzt nicht zeigen, aber wie gesagt, ich habe euch das abgedreht, damit ihr gucken könnt und stoppt mal bitte die Zeit vom Ablauf her. Den Smoke-Liner nehmen, von außen am Wimpernrand entlang. Ich mache es bei mir bis ungefähr zur Mitte. So ganz klar, also so ungefähr bis da, wo das Bunte, die Augeniris aufhört. Nicht bis ganz nach vorne, macht mein Auge sonst optisch kaputt. Müsst ihr ausprobieren, wie es bei euch am besten aussieht. Also fangt immer außen an. Dran denken, das soll immer die Tendenz nach oben haben. Also nicht den Eyeliner runterziehen. So, und dann geht ihr damit am Wimpernrand lang. Entweder mit dem Finger verwischen und so schwarz und matt lassen oder was ich mache, wenn es ganz schnell gehen muss, Smokeliner auftragen, kräftig grün oder zum Beispiel lila-braun, einmal drüber, bisschen mit dem Finger verwischen, fertig. Das dauert Sekunden und hält den ganzen Tag. Dann kommen immer wieder Nachfragen, ah, ich habe aber so die Neigung, dass das hier bei mir am Auge immer so schnell glänzt und fettig ist. Dann nehmt ihr ein Wattestäbchen, geht in den Zauberpuder rein, klopft das mal so ein bisschen ab und dann habt ihr so ganz, ganz zart diesen Puder drauf und dann geht er mal hier so ganz zart mit dem abgepuderten Wattestäbchen entlang. Von mir aus auch hier oben nochmal so abtupfen,
wenn ihr dazu neigt, dass euer Augenlid fettig ist und dann habt ihr Spaß ohne Ende. Ich hänge euch jetzt noch den Schnippel dran, den ich vor und nach Sauna gedreht habe, damit ihr sehen könnt, also auch nach 10 Stunden und 4 Saunagängen sieht das Ganze noch fast so aus wie vorher. Da habe ich dann allerdings auch nur den Smoke Liner genommen, ohne den Bright Liner drüber. Smoke Liner, Bright Liner. Ha, tolle Produkte, die für uns Frauen Ü50 alles viel, viel einfacher machen. Und wir sehen den ganzen Tag perfekt gepflegt aus und brauchen nicht zum Spiegel laufen. Bitte nicht mit einem Kajalstift verwechseln. Ein Kajalstift ist ganz, ganz was anderes. Das hier ist der Smoke Liner. Und das, wie er heißt, so ist er auch. Smoky, wenn man das möchte. Ansonsten ein Eyeliner, so wie Audrey Hepburn ihn getragen hat. In diesem Sinne, Mädels, wir sind die Königin und wir sind schön. So wie ich bin, bin ich gut. Bis bald. Tschüss. So, jetzt kommt der Test. Ich war gerade draußen, deshalb ist die Nase noch so rot. Und ich habe mal den Smoke Liner jetzt auf der Seite ein bisschen kräftiger aufgetragen, also leicht einschattiert. Und hier fast nur um den Wimpernrand ringsrum. Also man kann sehen, wie schön man das ausschattieren kann. Und jetzt machen wir dann den Härtetest und gucken uns das in ungefähr 8 bis 9 Stunden wieder an. 12 Stunden später, 8 davon war ich in der Sauna und habe 4 Saunagänge durchgemacht. Ihr wisst, in den Saunaräumlichkeiten ist es sowieso immer schon unglaublich warm. Und wenn man dann in die Sauna geht, ist es natürlich so heiß, dass einem die Suppe überall runterläuft. Also hier kann man ganz deutlich sehen, das hat super gut gehalten. Es hat sich hier ganz minimal abgesetzt, aber ich meine, bei 70 Grad, 80 Grad in der Sauna darf das auch passieren. Damit wollte ich euch nur zeigen, wie hervorragend der diesen Härtetest übersteht. Das heißt, auch im Sommer braucht man damit dann keine Angst zu haben, dass da irgendetwas verlaufen oder verschwitzen könnte. Also das hier hat super gut gehalten. Hier unten ist ein bisschen ab, liegt daran, dass ich einmal volle Pulle Wasser ins Gesicht bekommen habe, als ich in so einem Tauchbecken lag, also in so einem Schwebebecken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Poolnudel in den Nacken und Poolnudel in die Kniekehlen. Und dann schwebt man auf dem Wasser, Ohren sind im Wasser und dann ist Unterwassermusik. Das ist unglaublich entspannend. Und da habe ich, wie gesagt, einmal so volle Pulle Schwung Wasser ins Auge bekommen und habe dann auch so ein bisschen gerieben, weil das Wasser eben im Auge gebrannt hat. Hier ist das nicht passiert und man sieht, da hat es bombig gehalten. Also dieser Stift ist absolut hitzetauglich. Für den Urlaub braucht man keine Sorge haben, dass damit etwas passiert.